In diesem Video möchte ich zu der männlichen Satzreihe, die ich mir ausgedacht habe, noch etwas ergänzen. Das gleiche werde ich zu den anderen Sätzen auch machen, aber jetzt einmal zu diesem hier. Also, erstens möchte ich die Nomen alle mit euch durchgehen in verschiedenen Fällen, und zwar folgendermaßen. Der Mann im Nominativ, im Genitiv statt des Chefes, wenn ich hier Mann in den Satz einbauen möchte, heißt das des Mannes. Beim Dativ dem Mann. Er ist dem Mann dankbar. Die Freunde des Mannes dürfen das. Sie haben den Mann gern. Den Mann. Das gleiche mit Chef. Der Chef freut sich. Die Freunde des Chefs dürfen das. Er ist dem Chef dankbar. Sie haben den Chef gern. Mitarbeiter. Das Wort Mitarbeiter braucht ihr besonders, wenn ihr zum Beispiel einen Brief an Ämter schreibt und nicht genau wisst, wie ihr die ansprechen sollt. Dann könnt ihr einfach schreiben, sehr geehrte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, und dann euren Text schreiben. Das klingt höflich, das klingt neutral, dabei könnt ihr nicht viel falsch machen. Das mache ich selber auch manchmal so, wenn ich mir nicht sicher bin, wie die Leute heißen oder wie ich die sonst ansprechen soll. Einfach Mitarbeiter. Deswegen habe ich das Wort hier mit reingebracht, weil ich eben denke, dass es auch für euch durchaus von Nutzen ist. Also, der Mitarbeiter freut sich, die Freunde des Mitarbeiters dürfen das, er ist dem Mitarbeiter dankbar, sie haben den Mitarbeiter gern. Der Mensch freut sich, die Freunde des Menschen dürfen das, er ist dem Menschen dankbar, sie haben den Menschen gern. Jetzt die Verben. Ich freue mich, du freust dich, er freut sich, sie freut sich, es freut sich, wir freuen uns, ihr freut euch, sie freuen sich. Denkt bitte daran, die Untertitel einzuschalten, dann könnt ihr das auch in eurer eigenen Sprache lesen und auch die richtige Rechtschreibung direkt mitlernen. Ich darf, du darfst, er darf, wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. Ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid und sie sind. Ich habe, du hast, er hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Ja, das sind alle Nomen und alle Verben, die in diesen Sätzen vorkommen, in allen möglichen Formen, ja, zumindest in der einen Zeit. Natürlich gibt es noch andere Zeiten. Ja, bei dem Verb sein möchte ich auch gerne noch die Vergangenheit hinzufügen. Ich war, du warst, er war, wir waren. Ihr wart, sie waren. Ich durfte, machen wir das auch noch. Ich durfte, du durftest, er durfte, wir durften, ihr durftet, sie durften. Ich hatte, du hattest, er hatte, wir hatten, ihr hattet, sie hatten. Ich freute mich, du freutest dich, er freute sich, wir freuten uns, ihr freutet euch. Das klingt komisch. Und sie freuten sich. Ich habe mich gefreut, du hast dich gefreut. Das ist jetzt im Perfekt. Ich habe mich gefreut, du hast dich gefreut. Er hat sich gefreut, wir haben uns gefreut, ihr habt euch gefreut. Sie haben sich gefreut. Ich habe das gedurft, du hast das gedurft. Er hat das gedurft, wir haben das gedurft,
Ihr habt das gedurft. Sie haben das gedurft. Ich bin gewesen. Du bist gewesen. Er ist gewesen. Wir sind gewesen. Ihr seid gewesen. Sie sind gewesen. Und ich habe gehabt. Du hast gehabt. Er hat gehabt. Wir haben gehabt. Ihr habt gehabt, sie haben gehabt. Okay, wenn ihr noch Fragen habt, einfach in den Kommentaren stellen. Ihr seht, selbst für mich als Muttersprachlerin ist das gar nicht so einfach. Und ich möchte noch einmal sagen, keiner ist perfekt. Versucht einfach euer Bestes. Aber gerade Grammatik, die kommt mit der Zeit. Stresst euch nicht wegen Grammatik. Sprecht, habt keine Angst. Gebt euch Mühe und ihr werdet es schaffen. Viel Erfolg dabei!